Im heutigen Tutorium geht es um die Zuordnung der absoluten Konfiguration nach Kahn, Ingold und Prelog. So etwas will geübt werden. Und dieses etwas komplexere Molekül, Strychnin, ein Alkaloid, ist hervorragend geeignet, um daran ein bisschen zu üben. Denn es hat insgesamt 6 stereogene Zentren. Hier, dort, also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das Schwierigste zum Zuordnen erscheint mir dieses hier zu sein, weil an diesem Zentrum sitzen gleich 4 Kohlenstoffe dran, die aber letzten Endes alle unterschiedlich sind. Sie wissen, stereogenes Zentrum, 4 unterschiedliche Substituenten. So. Am besten zeichnet man sich das einmal auf, damit man es nachvollziehen kann. Wir haben hier dieses Zentrum in der Mitte. Ein Stern kennzeichnen wir das auch hier. Und es sitzen insgesamt 4 Kohlenstoffe da dran. An diesem Kohlenstoff ein weiterer nach hier. An diesem hier sitzt ein Stickstoff, an jenem auch ein Stickstoff und hier dieser Kohlenstoff, der zu einem aromatischen System gehört, gut, den würden wir hier gemäß Kahn, Ingold, Prelog so übersetzen, Kohlenstoff, noch ein Kohlenstoff. Und eine Doppelbindung wird wie 2 Kohlenstoffe gewertet, wobei einer keine weiteren Substituenten trägt. Für die Betrachtung ist das aber gleichgültig. So, jetzt wollen wir hier eine Prioritätenliste erstellen. Und da an diesem Kohlenstoff ein Stickstoff dran sitzt und an diesem Kohlenstoff auch noch ein Stickstoff und Stickstoff die höhere Ordnungszahl hat im Vergleich zu Kohlenstoff, haben diese beiden Ketten eine höhere Priorität als die, wo nur Kohlenstoffe folgen. Aber dort, wo 3 Kohlenstoffe dran sitzen, das hat eine höhere Priorität als dieser Kohlenstoff, wo nur ein weiterer Kohlenstoff dran sitzt und dafür 2 Wasserstoffe. Also bekommt der in der Reihenfolge der Priorität die Nummer 4. Hier haben wir die Nummer 3. Und an der Stelle haben wir zwischen diesen beiden Ketten noch keine Priorität setzen können. Wir müssen also noch einen weiteren Schritt hinzufügen. Okay, hier an diesem Stickstoff geht es weiter zu 2 Kohlenstoffen. An diesem Stickstoff ebenfalls ein Kohlenstoff und noch ein Kohlenstoff. Eine Unterscheidung nach der Priorität ist noch immer nicht möglich. Hier geht es jetzt aber weiter zu einem Kohlenstoff und ganz entscheidend ist, hier haben wir einen Sauerstoff, doppelt gebundener Sauerstoff. Sauerstoff höhere Ordnungszahl als Kohlenstoff, also hat diese Kette gewonnen und hier sind wir nun mit der Nummer 1. Und dort mit der Nummer 2 und haben jetzt allen 4 Substituenten eine Reihenfolge in der Prioritätenliste zugeordnet. Gedanklich packt man den Substituenten mit der geringsten Priorität, die Nummer 4, nach hinten. In diesem Fall müssten wir uns also gedanklich hinter die Whiteboard-Ebene bewegen und tun wir das mal, dann gehen wir von der 1 zur 2 zur 3, das ist im Uhrzeigersinn rechts herum und deswegen können wir dann hier als Zuordnung ein R dran setzen. Dieses Zentrum ist R konfiguriert. Wer Probleme hat, sich das vorzustellen, hinter die Tafelebene oder hinter die Whiteboard-Ebene sich zu begeben, macht es einfach so,
von der 1 zur 2 zur 3. Das ist gegen den Uhrzeigersinn, also links herum. Wir wissen aber, dass in diesem Fall das mit der geringsten Priorität zu uns zeigt. Also muss es umgekehrt sein, nicht links herum, sondern rechts herum. Und dann sind wir auch wieder beim R. Die weiteren Beispiele etwas einfacher, die weiteren 5 stereogenen Zentren, versuchen Sie bitte selber einmal zu ergründen, die absolute Konfiguration da festzustellen. Es ist eine gute Übung. Bis zum nächsten Mal.